wollen sehen. Ah. Lol. Smite. Viel dazu. Ich sitze also auf einem Schiff fest mit einer übel gelaunten Crew, einem scheiß Captain und einer unerfahrenen Crew. Yay. Das ist der Captain. Captain. Ja, das ist der Captain. Mr. Kenway. Ich wollte mich bedanken, dass ich an Bord kommen durfte und für die Unannehmlichkeiten entschuldigen, die ich euch bereite. Unannehmlichkeiten wäre noch untertrieben. Verzeiht, ich kann nicht folgen. Mein Schiff wurde 2 Tage im Hafen festgehalten, um auf euch zu warten. Ich habe deshalb mehrere Aufträge verloren. Davon wusste ich nichts. Natürlich nicht. Ihr Adligen seid alle gleich. Alles klar, ich bin adlig. Und dann wird alles gut. Bist du dir sicher? Natürlich. Habe ich dich jemals belogen? Nein. Ich traue bloß den anderen nicht. Vertraue, mein Freund. Du wirst sehen. Seht an! Unser geschätzter Gast beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Geht besser wieder zurück in euer Quartier. Das Oberdeck ist kein Ort für Landratten. Das dachte ich aber. Und doch seid ihr wie? Oh, ihr seid ein wahrer Spaß, nicht was? Mal sehen, wie lustig ihr das findet. Das reicht mir. Halt dich da raus! Let's go! Soweit dazu. Hör dir das an, Hector. Glaubt, er kann hier so rumstolzieren und sich zum Burgherren erklären. Der hat den Bus geschlagen, verarscht mich. Wenn der Captain uns sieht. Zur Hölle mit dem Captain. Und zur Hölle mit dir, Mills. Auf wessen Seite stehst du überhaupt? Okay, mit ewigem Konter. Das bringt ja nicht ganz. Mach den Hampelmann fertig! Okay, das habe ich zwar noch nicht ganz drauf. Ich bin bereit für die nächste Runde. Das wäre unklug. Wieso das? Glaubt ihr denn, ich hätte Angst? Ich glaube nicht. Gebt ihr auf? Niemals! Wie gefällt euch das jetzt? Okay, das muss ich definitiv auch noch geben. Was hat das zu bedeuten? Captain. Ich verlange eine Erklärung, Mr. Kenway. Diese Mieten, wir haben nur etwas Sport gemacht zum Zeitvertreib, Captain. Warum vertreibt ihr eure Zeit nicht mit eurer gottverdammten Arbeit? Ich wusste nicht, dass ich euch fürs Herumfallen bezahle. Und damit hätte ich schon mein erste Waffe. Auf ein Wort bitte, Mr. Kenway. Oh, fast vergessen. Da ist euer Messer. Oh, schade. Ich dachte, ich könnte es behalten. Blaues Symbol steht für den Bündeten. Ihr seid mir egal, Mr. Kenway. Ich hatte nur Ärger, seit ihr an Bord gekommen seid. Eure Probleme haben nichts mit mir zu tun. Und womit sonst, bitte? Ihr seid ein Stümper, launisch und grausam. Und offenbar hat eure Mannschaft keinen Respekt vor euch. Seht, ich will nicht streiten. Eigentlich brauche ich Hilfe. Ja, das ist gut. Ich vermute, ein paar der Männer planen eine Meuterei.
Wirklich? Welche Überraschung? Da ich keinem von Ihnen trauen kann, muss ich mich wohl an euch wenden. Und warum sollte ich helfen? Wenn Sie wirklich einen Betrug planen, bin ich eure einzige Hoffnung, Amerika lebend zu erreichen. Nun, wie sieht es aus? Wenn ihr die Wahrheit sagt, welche Wahl habe ich denn dann? Danke, Otto. Aber ich stelle klar, wagt ihr noch einmal, mich zu bedrohen oder zu beleidigen, zögere ich nicht, euch selbst den Hals durchzuschneiden. Verstehen wir uns? Exzellent. Guten Tag. Der schaut ein bisschen verdattert aus. Schade, ich kann nicht prügeln. Ich hänge mal gerade so ein bisschen auf linke Maustaste. Ist schon ein bisschen da im Arsch. Interessant genau diese Karten. Zumindest das, was ich gerade davon sehe. Juhu, er schreibt in ein Buch, in dem was drinsteht. Und es ist wieder ein Füller. Feder ist... Achso, das sind zwei. Da hinten ist eine Feder und das vordere ist ein Füller. Okay. Tag 28. Okay. Wir sind gerade so eben von Tag 2 auf Tag 28 gesprungen. Und ihr guckt immer noch das Ding an. Mr. Kenway. Captain. Was immer die planen. Ich glaube, es wird langsam ernst. Dann gehe ich besser ans Werk. Nimm dein Teil mit. Ist der dämlich, oder was? Er hat die Rationen gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgestattet für solchen Luxus. Es ist unkomisch, dass er sich lahm und weint. Sucht ihr wieder Streit? Ist es das? Geht weg. Ah, okay, da haben wir einen Würfel. Das interpretiere ich mal als Würfelspiel. Was haben wir denn da? Ein Spiel spielen. Man nimmt an, dass Fanorona aus Madagaskar stammt. Es wird auf einem Spiel. Versucht dann Gegenstände, indem wir seine Ebene. Okay. Erst einen Zug machen. Nein, ich muss jetzt das erste Mal nicht den ersten Zug. Gute Sache da raus machen. Ich muss das so spielen. Ich bin es gewohnt. Okay, ich bin schwarz, wenn ich das richtig verstehe. Könntest du mal deine Hand da weg tun, du scheiß Mongo? Und wie kriege ich den Stein da weg? Ah, jetzt hast du das Stein hier. Krass, ich habe zwar keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. K.
keine Ahnung, wie man dieses Spiel spielt, ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nicht mal die Regeln gecheckt. Also falls mir irgendjemand die erklären kann, wäre ich echt dankbar. Wahrscheinlich verliere ich das Spiel grandios. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade tue. Bei dem Spiel kann man verdammt schnell gewinnen und verdammt schnell verlieren. Ich habe keinen Bock mehr. Hat immer seinen Hut auf und versteckt sein Gesicht, um uns unbemerkt zu verschließen. Ruhig! Gut. Uninteressant. Nette Abreibung habt ihr Graves und Quill verpasst. Ich hatte keine Wahl. Ei. Hohlköpfe, und zwar beide. Wo sind meine Manieren? Louis Mills. Sehr angenehm. Haytham Kenway. Also, sollte ich auf der Hut sein? Ich glaube, die haben ihre Lektion gelernt. Sonst sind sie nicht. Ehrlich, nur die letzten paar Überfahrten waren halt etwas rau. Ach. Der Captain spart an jeder Ecke. Reduzierte Rationen, geringe Heuer, immer gefährlichere Fracht. Das hat die Crew aufgebracht. Gibt es denn Grund zur Sorge? Nicht, wenn ich's verhindern kann. Aber der Captain muss überdenken, wie er seine Männer behandelt. Ihr da. Ich habe ein paar Fragen. Freut mich. Habe aber keine Zeit zum Schwätzen. Vermutlich habe ich euch eh nichts zu sagen. Ihr sucht Informationen? Geht zum Smoothie oder zum Doktor. Die werden immer von allen zugequatscht. Keine Ahnung, warum die mir das immer alles so breit, alles bereitwillig erzählen von dieser Zeit. Ein Wort, Doktor. Habt ihr einen Moment? Geht es euch nicht gut? Aber nein doch. Ich frage mich nur, ob ihr Anzeichen von Ärger an Bord bemerkt habt. Welche Art Ärger? Ungewöhnliche Klagen oder Beschwerden? Streit zwischen Besatzung und Captain oder Passagieren? Sie sind genau wie James. Ich sagte ihm doch auch schon, dass ich mit meinen Nachforschungen beschäftigt war und nichts bemerkt habe. Und wo finde ich diesen James? Der Sud in der Kombüse. Nun entschuldigt mich bitte. Ich hasse es. Seid ihr James? Hi. Kenway. Haytham Kenway. Ich weiß, wer ihr seid. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen.